Liebe Brüder und Schwestern, Gründonnerstag, letztes Abendmahl. Heute möchte ich mit euch den Satz betrachten: Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Die Eucharistiefeier, jede Feier der Sakramente, ist eine Gedächtnisfeier, ein Denken an. Aber es ist sogar mehr. Es ist ein der Machttaten Gottes wiederholen, es in unsere Zeit, in unsere Situation hereinholen. Dies ist der Auftrag, dass uns der Apostel Paulus heute besonders in Erinnerung holt, welches Jesus uns aufgibt. Tut dies, so oft ihr dies tut, zu meinem Gedächtnis. Denken an noch viel mehr. Wir haben in der ersten Lesung aus dem Buch Exodus gehört, Auszug aus Ägypten. Im Alten Testament gibt es viele Erzählungen und die Erzählungen im Alten Testament sind in erster Linie plakativ. Sie sind wie ein Plakat, sie sind wie ein Film, eine Geschichte, die uns quasi vorgespielt wird. Und wir sollen sie uns durchdenken. Pädagogisch am perfektesten. Denn Geschichten hört jedes Kind gern, kann sich jedes Kind merken und eine Geschichte bleibt immer zeitlos, bleibt immer aktuell. Die Pointe, der Inhalt ist bei jeder Geschichte, wenn sie korrekt ist, wirksam, zeitlos. Und darum vermittelt uns das Wort Gottes andauernd Geschichten. Und in diese Geschichten wollen wir einsteigen und die Geschichte heute heißt: Jesus gibt uns sein Leib und sein Blut. Wir befinden uns heute in der Geschichte des Abendmahlsaales. Jesus hat es vorbereitet. Wir denken an den Palmsonntag zurück. Zwei Jünger schickt er voraus, bereitet das Mahl vor. Und dieses Mahl, das uns bereitet wird, da sind wir heute eingeladen mitzukommen, auch wenn nur die 12 Jünger dabei sind. Wir dürfen heute teilnehmen, Platz nehmen bei seinen Jüngern. Sie liegen am Boden, Brot und Becher, Kelch mit Wein sind bereitet. Man könnte jetzt noch über die verschiedenen jüdischen Rituale nachdenken, aber dann wird es zu kompliziert. Das Brot und der Wein reicht uns, über dieses Geheimnis, Mysterium nachzudenken. Und Jesus macht eine besondere Tat, einen besonderen Akt, nämlich er spricht den Jüngern etwas vor, was sie immer wieder machen sollen, wiederholen sollen. Eucharistiefeier. Brot wird verwandelt in Jesus. Wein wird verwandelt in Jesus, nämlich in sein Blut. Er ist zu 100% gegenwärtig, wenn dies im priesterlichen Dienst, im Auftrag der Kirche gemacht, gesprochen wird. Jesus ist zugegen nach der Wandlung. Er beginnt bei der Wandlung da zu sein, wirksam zu sein. Und wir versuchen uns dann hineinzudenken, Gedächtnis zu feiern. Und deswegen ist ja auch Unterschied zwischen evangelischer Kirche, Freikirche und katholischer Kirche, weil wir als Katholiken glauben, dass nach der Wandlung Jesus wirklich am Altar ist. Die evangelische Kirche, protestantische Freikirchen, die glauben, dass Jesus eigentlich bei jeder Feier, Geburtstagsfeier und so weiter, natürlich, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin auch ich mitten unter ihnen, auch da ist. Das stimmt. Aber wir Katholiken glauben, dass Jesus 100% da ist. Und dass Jesus im verwandelten Brot und verwandelten Wein bleibt. Die Protestanten, wenn die Feier vorbei ist und zu viel Brot geblieben ist, wird das Brot teilweise entsorgt. Es ist ja normales Brot. Nur im Zusammensein ist ja Jesus besonders bei uns gegenwärtig. Jesus ist da, wie damals im Abendmahlsaal. Und er möchte uns etwas Besonderes geben. Wir haben es schon gehört im Evangelium. Er hat in seiner Liebe vollkommen geliebt. Da er die seinen liebte, die in der Welt waren, liebt er bis zur Vollendung. Es geht nicht mehr. Jesus kann die Menschen nicht mehr lieben. Er hat alles gegeben, also in der Situation hat er sich entschieden, alles zu geben, nämlich sein Leben. Er weiß, was jetzt danach kommt nach dem Abendmahl, nämlich er geht hinaus in den Ölgarten, er wird gefangen genommen, er schwitzt dort noch einmal im Ölgarten Blut, weil er alles sieht, was passiert, aber auch, weil er sieht in seiner Göttlichkeit, seiner Gottheit, was in der Menschheitsgeschichte, beginnend von Adam und Eva, bis zum letzten Menschen alles angestellt wird, verbrochen wird. Gegen die Liebe, gegen andere Menschen, gegen das Gute getan wird. Und so wie es der wunderbare Film The Passion of the Christ, die Passion Christi, so gut schildert, dieser Kampf gegen das Böse. Das Böse, das ihm immer wieder einsagt, suggeriert. Wir kennen ja das alle, wenn wir Gutes tun sollen und wir uns immer denken, ach, denkt der andere, ist das überhaupt richtig, soll man es überhaupt machen? Es sind so Kämpfe in uns, um das Gute. Und Jesus kämpft und da sagt der Böse zu ihm, es ist nicht möglich, die Menschen zu retten. Die Menschen sind so böse, bringt das überhaupt was? Ist das, was du gibst, dein Leben, deine letzten Blutstropfen, überhaupt sinnvoll? Denk doch einmal darüber nach, ob du das einsetzen sollst. So ist dieses Zwiegespräch bei diesem Film. Jesus hat sich entschieden, er bleibt dabei, auch wenn der Mensch in seinem Gutsein immer wieder versagt, es nicht zusammenbringt, dieses lernen muss, aus eigener Kraft kann der Mensch nicht gut sein, denn das Gutsein kommt von Gott. Es ist Gabe Gottes. Es ist der Heilige Geist, der in uns das Gute gibt, das Gute schenkt. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir verdenken uns heute in diese Situation, wo Jesus Brot und Wein verwandelt hat. Wo die Jünger um Jesus gelegen sind. Wo der Lieblingsjünger Johannes an der Brust Jesu, an der Seite Jesus gelegen ist und wo Mystiker davon sprechen, dass Johannes, der Lieblingsjünger, den Herzschlag Jesu gehört hat, weil er ihm so nahe ist. Johannes hat gespürt, wie es Jesus gegangen ist. Er durfte ganz nahe sein. Johannes ist dabei. Wir dürfen dabei sein, rundum. Wir dürfen dies im Geist, man nennt das Betrachtung, wo wir, ihr kennt mich ja schon, die meisten, uns Zeit lassen, Zeit haben, in diese Geschichte Gottes mit uns Menschen uns hinein zu verdenken, es uns vorzustellen, so wie es der heilige Franziskus versucht hat mit dem Spiel Jesu zu Bethlehem, bei der Geburt Jesu, wo die verschiedenen Personen dabei waren. So versuchen wir uns heute diese Personen vorzustellen, die Jünger, wo es Jesus spricht, wo Jesus die Füße wäscht, eben alles zeigt, wie er die Jünger liebt und durch die Jünger stellvertretend dich und mich liebt. Er kann nicht mehr geben für dich und für mich. Und wenn du dir vorstellen kannst, dass Jesus mit einer Schale zu dir kommt, du deine Socken ausziehst
und er deine Füße wäscht. Welches Gefühl könnte in dir aufkommen? Ich kann das nicht zulassen. So hat Petrus darauf reagiert. Meister, du kannst mir nicht die Füße waschen. Und dann sagt Jesus, lass es geschehen. Auch uns wird es so gehen, wenn wir uns da hinein verdenken, es uns vorstellen, dass wir uns denken, Jesus, du kannst mir nicht die Füße waschen. Das mache ich lieber selbst. Lass es geschehen. Hineinsteigen, hineintauchen in dieses Geheimnis. Und so passieren eigentlich alle Geschichten morgen, die Geschichte der Kreuzigung, wo wir Jesus begleiten in seinem Leiden, seinem großen Schmerz, der dann mit dem Aushauchen seines Geistes endet, wo wir mitgehen, mitspüren, sobald wir es uns vorstellen, was da passiert mit Jesus. Die Leute reagieren, die Stimmung, was da ist. Heute die Stimmung, die getrübt ist. Ein Jünger verlässt Jesus, nachdem er den Bissen, der in das verwandelte Blut getaucht ist, diese heilige Gemeinschaft der Jüngerschaft, der Schüler Jesu verlässt. Tu, was du vorhast, heißt es in einem anderen Evangeliumstext. Er ging sofort, es war Nacht. Die Dunkelheit des Herzens hat ihn schon eingenommen. Das Böse, das er sich leider nicht hat erwehren können. Ja, es ist ein Kampf gegen dieses Böse. Wir wissen es aus den Medien, aus den Nachrichten. Es ist nicht weit weg. Ja, es ist manchmal in unserer Familie. Es ist in unserer Umgebung, wo wir diesen Kampf des Bösen in uns immer wieder führen sollen. Jesus steht uns bei. Er möchte uns nähern. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt, sagt uns Jesus zu. Heute wollen wir den Platz einnehmen bei den Jüngern, bei Jesus. Er möchte uns seinen Leib und sein Blut reichen zur Stärkung, zur Heilung, zum Dabeisein in dieser Liebe, in dieser Geborgenheit. Die dürfen wir heute noch besonders feiern. Danach, wo wir mit Jesus diese Angst ringen und kämpfen, die wir gut kennen. Wir alle haben Ängste, Herausforderungen um das Gute, wenn wir um die Wahrheit, um das Richtige kämpfen müssen, dazu stehen müssen. Kämpfen und leiden wir genauso wie Jesus. Wir wollen heute eintauchen in dieses Geheimnis, es uns schenken lassen, es uns vorstellen, uns stärken lassen in dieser Liebe, Hingabe Jesu an dich und an mich. Amen.